Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich war längere Zeit nicht mehr online. Das hat verschiedene Gründe. Die Ereignisse der vergangenen Monate haben sich gleichsam überschlagen und ich gebe Ihnen jetzt ein kurzes Update. Es fing alles damit an, dass ich an einem schönen Samstagmorgen in einer Buchhandlung mein neues Buch »Wer bin ich und was soll das alles?« vorgestellt habe. Da spazierte ein Literaturkritiker, ein alter, kurzsichtiger Literaturkritiker, in die Buchhandlung, sah mich und war begeistert. Begeistert von meinem Charme, von meiner Schönheit, von meiner Sanftheit und auch von meiner philosophischen Beschlagenheit, die er ja eigentlich gar nicht beurteilen konnte, da er meines Wissens sich nie mit Philosophie befasst hat. Aber das spielte ja keine Rolle. Haben Sie das gehört? Die Hauptbegeisterung fußte sich auf außerphilosophische Eigenschaften. Tja, wer hat, der hat. Und als ich diesem alten, kurzsichtigen Literaturkritiker dann noch aus dem Ärmel heraus das platonische Höhlengleichnis auf einen Bierdeckel zeichnete, war er vollends gewonnen. Mein Buch schnellte auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerlisten, die natürlich vollkommen unbeeinflusst und objektiv sind. Ich wurde sofort in den Fokus der Medien gerückt. Ich bekam eine eigene Show, die ich mit einem herablassenden Lächeln entgegennahm, wie eine Huldigung, die mir schon immer hätte zukommen müssen. Und mit etwas Verspätung wurde es dann endlich der Fall. Damit nicht genug. Ein Medienmogul eines benachbarten europäischen Kleinstaates verliebte sich in mich. Er war der Sohn eines Politikers in eben demselben europäischen Kleinstadt. Wir heirateten und er vertonte meine nächsten Bücher. Zeitlose Klassiker wie Gina Lisa, Der Teufel und der Kindergarten. Die Ehe hielt nicht lange. Wir haben uns mittlerweile wieder getrennt, doch die Netzwerkkontakte in den Medien blieben erhalten. Onni Swaggi Malibons, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auch die einzige Universität jenes europäischen Kleinstaates bot mir sofort eine Honorarprofessur an. Ich habe natürlich huldvoll angenommen. Andere Hochschulen zogen nach. Die Jakob-Brandner Kunsthochschule in München bot mir eine Honorarprofessur in Ästhetik. Das nimmt man so mit. Wenn man schon so schön und charmant ist, ist es ja nur das akademische Abglanzbild, dass man auch mit einer Honorarprofessur beschenkt wird. Und auch die private Lüneburger Hochschule zur Heidschnucke gab mir eine Honorarprofessur in Philosophie. Selbstverständlich können wir auf wissenschaftliche Qualifizierungsarbeiten verzichten, denn, habe ich es schon gesagt, ich bin so schön, so charmant, so sanft, so unglaublich bescheiden, dass ich die Sympathien aller für mich einnehme. Da ist doch die Universitätskarriere gleichsam eine natürliche Konsequenz. Denn wer spricht denn schon von Leistung in Fächern? Es gibt ja auch im wirklichen Leben keine Fächer. Nun sitze ich in jeglicher Talkshow, werde zu jedem erdenklichen Thema befragt, nicht etwa nach meiner persönlichen Meinung, sondern nach dem philosophischen Analysepotenzial, das ich wie keine andere abdecken kann. Und während sich Eros, der nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch der Liebe zur Philosophie ist, aus verfehltem Erkenntnisstreben traurig weinend in eine Ecke verzieht und sich von seinem schattenhaften Begleiter Thanatos stumm einen Dolch geben lässt, um rituell Seppuku zu betreiben, weil er sich dieses Schauspiel nicht länger ansehen kann, verbreite ich weiter Sokratismen mit dem Flair der deutschen Kleinstadt und bin unbenommen der König der philosophischen Protagonisten. Oh, was war das für ein Albtraum? Kennen Sie das, meine Damen und Herren, wenn Sie aus einem Traum erwachen und mit Erleichterung feststellen, das war ja ein anderer, das war ja gar nicht real. Und wirklich, es kann nicht in unserer Realität vorkommen, dass solche mittelprächtigen Gestalten eine Karriere wie aus dem Leitfaden
für Medienprotagonisten machen. Selbst im gesellschaftlichen Programmierungszirkus Brot und Spiele sind solche Hunger Games for Mind and Soul nicht vorgesehen. Diese bombastische Banalität kann nicht real sein. Das muss ein Traum sein. Und ein schlechter Traum dazu. Drum wachen wir auf. Deutschland, kein Wintermärchen. Dieser Traum oder vielmehr Albtraum, den ich gerade etwas parodistisch dargestellt habe, hat einen realen Bezug. Er bezieht sich auf das Phänomen deutscher Populärphilosophen und die immanente Frage, wie viel Philosophie ist eigentlich in Populärphilosophie enthalten und im Wirken der entsprechenden Populärphilosophie-Darsteller. Ferner bezieht sich meine parodistische Darstellung auch ganz konkret auf einen Artikel, der vor einigen Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu finden war, über The Making of Brecht, wie ein bekannter deutscher Populärphilosoph seine Netzwerkkontakte in der Medienszene aufgebaut hat. Grundsätzlich ist über das Netzwerken nichts zu sagen. Was aber problematisch ist, ist die Botschaft, die dahinter steht, und die Frage nach der Substanz. Diese Frage, gipfelnd in dem Ausdruck, warum kann ein Germanist sich als allgemein zuständig für jegliche philosophische Frage erachten und warum wird es von Medien gefördert? Diese Frage habe ich vor einigen Jahren tatsächlich auch Sendeverantwortlichen beim ZDF gestellt. Ich muss dazu sagen, ich bekam zwei Antworten, die nicht unreflektiert waren. Eine Antwort von einem Sendeverantwortlichen lautete, dass man die Protagonisten, dieser Begriff wurde wirklich gebraucht, Protagonist heißt Darsteller, man sprach also nicht von Experten, sondern wirklich von Protagonisten, dass man die Protagonisten auch nach Popularität auswähle. Eine weitere Antwort lautete, dass man eine gewisse Unterrepräsentanz von Frauen in der Philosophie kenne, von daher wenig mögliche Gesprächspartnerinnen aus dem Feld der Philosophie zur Verfügung habe und deshalb gerne immer wieder dieselben männlichen Protagonisten vorgeblich philosophischen Denkens einlade. Diese Antwort hat mich nicht zufriedengestellt. Sie zeigte mir zwar einerseits, dass man sich der Problematik schon bewusst ist, wie bestimmte mediale Images aufgebaut werden und dass man Kompetenzillusionen erstellt, wenn Fachfremde plötzlich als Experten einer Disziplin gelten, in der sie keine fachwissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten geleistet haben, zu deren Denkwelt sie keinen eigenen Beitrag gegeben haben und die noch dazu eine Kompetenz und Machtrepräsentation zeigen, die absolut sexistisch ist. Denn man legt hier das philosophische Orientierungswissen vollends in die Hände von sogar fachfremden Männern. Und das bedeutet, dass man lieber einen männlichen Laien in der Rolle des Philosophievermittlers sieht, als eine weibliche Expertin, welche auch immer. Tatsächlich habe ich mich mit dieser Antwort nicht zufrieden gegeben und weiter nachgefragt beim ZDF, weshalb man denn überhaupt männliche Laien als Philosophen aufbaut und nicht etwa eine Germanistin oder eine Theologin. Darauf kam keine Antwort. Und das sagt mir, dass das Problem kein Problem ist, das an einem einzelnen Darsteller liegt und auch nicht an einzelnen Entscheidungen bei den Sendeverantwortlichen, sondern dass es ein viel größeres gesellschaftliches Problem ist. Das ist das Problem der Wahrnehmung intellektueller Macht, die noch immer in der visuellen Repräsentanz ausschließlich auf die Männer abonniert ist und das unabhängig von ihrer fachlichen Leistung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudia Simone Dorchin und ich begrüße Sie zur Februarausgabe von Philosophie direkt. Wenn Sie schon länger Zuschauer auf meinem Kanal sind, dann wissen Sie, dass das Thema Populärphilosophen und Populärphilosophie immer wieder eine Rolle spielt, also ein wiederkehrender Inhalt ist, weil es stets neue Facetten zu entdecken gibt, aber auch einen stabilen Problembestand. Und diesem stabilen Problembestand wollen wir uns jetzt widmen, für die neuen Zuschauer vielleicht erstmals. Ich möchte nämlich den Fragen nachgehen. Was sind das für Darsteller, die in vielen Medien als Philosophievermittler aufgebaut werden, obgleich die Fachwissenschaft der Philosophie sie meist nur am Rande wahrnimmt? Und welche Probleme
sind bei einer Vermittlung einer Spezial- und Grundlagenwissenschaft wie der Philosophie durch Fachfremde gegeben? Was für Wahrnehmungs- und Urteilsprobleme kann es geben und welche falschen Botschaften können ankommen? Und ich frage auch, was ist eine mögliche Agenda hinter der Besetzung solcher Vermittlerstellen mit Fachfremden, die ihrerseits einen ganz eigenen, geprägten Problembestand mitbringen? Möchte man hiermit vielleicht eine bestimmte Lenkung der Aufmerksamkeit erzielen? Und was sind die Subtexte, die damit bedient werden? Zuletzt fragen wir, sinnvoll angegliedert durch das philosophische Radio, was ist eigentlich Sinn? Sinn oder Unsinn? Unser Gespür für den Sinn zu verfeinern, hilft uns auch, Sinn von Unsinn zu trennen und veralterte Plattitüden, die als Sokratismen verkauft werden, mit großem medialen Aplomb, als solche zu entlarven. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und viel Erkenntnis. Bis gleich.